Wem gehören eigentlich Nachrichten? Diese Frage wird vor allem an einem Streit sichtbar, der zwischen Medienhäusern und den großen Internetplattformen entbrannt ist und der sich in den letzten Wochen zugespitzt hat. Google, Facebook und Co. verwenden zwar journalistische Inhalte der Zeitungsverlage, wollten dafür aber nie etwas bezahlen. In Europa regt sich dagegen seit längerer Zeit Widerstand. Die Regierung in Australien ist noch einen Schritt weitergegangen und hat die Internetriesen nun verpflichtet, mit den australischen Verlagen individuelle Vergütungen auszuhandeln. Eine kleine Revolution, die aber große Auswirkungen auf die Medienlandschaft haben kann. Auch in den Mitgliedstaaten der EU wird nun an der Umsetzung einer Richtlinie gebastelt. Immerhin ziehen die großen Plattformen einen erheblichen Teil des Werbekuchens ab. In Österreich allein im Digitalbereich mehr als 1 Milliarde Euro. Zum Vergleich, 18 Millionen erwirtschaftet etwa der ORF aus Online-Werbung. Stefan Schlager berichtet. This post can't be shared. 5 Tage lang hatte Facebook journalistische Inhalte in und aus Australien verbannt. Jetzt zahlt der US-Gigant plötzlich dafür, so wie auch Google sich mit Verlagen geeinigt hat. Hat sich die Regierung in Down Under also rigoros durchgesetzt? Nicht ganz, meinen Experten. Denn das Gesetz wurde im Sinne von Facebook noch aufgeweicht. Zumindest für 3 Jahre ist der Deal mit den Zeitungen fixiert. Auch in Europa will man den Big-Tech-Unternehmen endlich rechtlich etwas entgegensetzen. Passieren soll das unter anderem über die bevorstehende Urheberrechtsreform, die als EU-Richtlinie verabschiedet wurde und nun in den Ländern in nationales Gesetz gegossen wird. Dieses sieht auch eine Vergütung für journalistische Inhalte vor. Der offizielle Entwurf ist hierzulande noch in Arbeit. Der Verband österreichischer Zeitungen spricht sich für eine lückenlose Umsetzung des sogenannten Leistungsschutzrechts für Presseverleger aus. Wir würden uns eigentlich wünschen, dass das 1:1 umgesetzt wird, der Artikel 15. Also ein sehr lückenloses Instrument, um auch gegen diese gewerblichen Plattformen, nicht gegen den einzelnen Nutzer, sondern wirklich also gegen diese Plattformen auch vorgehen zu können, auch mit denen auf dieser Basis Vereinbarungen schließen zu können. NGOs wie EpicenterWorks warnen davor, dass man den Medien einen Bärendienst erweist, wenn man das Leistungsschutzrecht an die falschen Maßnahmen knüpft. Das Hauptproblem, was Medien heutzutage haben durch große Internetkonzerne, ist, dass die Werbeerlöse halt einfach immer mehr zu Facebook und zu Google gehen. Hier wäre es sinnvoll, wenn man in diese Richtung geht und das wirklich als Anteil nimmt und eben wirklich über eine Steuer versucht, hier umzuverteilen. Wenn man jetzt aber, wie es in Europa probiert wurde, über dieses Leistungsschutzrecht eigentlich das Verlinken und das Ausschnitte zitieren zu einem vergütungspflichtigen Prozess macht, dann setzt das auch einfach die falschen Anreize. Weil viele Medien sind eben auch davon abhängig, dass sie viel Traffic bekommen. Weiters kritisiert EpicenterWorks, dass man in Österreich sogar restriktiver sei, als es die EU-Richtlinie vorsieht. De facto würde man eine Verwertungsgesellschaftspflicht einführen. Leider ist es so, dass in Österreich der Gesetzgeber, also das Justizministerium, über die Richtlinie hinausgeht und sagt, alle Verlage sind verpflichtet, kollektiv zu verhandeln und keiner darf seine Lizenzen gratis hergeben. Und das ist entgegen der Richtlinie, weil die Richtlinie schreibt klar vor, die Verlage sind im Besitz dieser Richtlinie und die dürfen selber entscheiden, was mit ihren Inhalten passiert. Und ich glaube, dass das, was Österreich da macht, nicht nur europarechtswidrig ist, sondern auch schlecht für die Medienvielfalt in Österreich. Beim Verband österreichischer Zeitungen ist man der Meinung, dass diese Pflicht für die Verlage von Vorteil wäre. Ich glaube, das macht Sinn, dass das auch kollektiv wahrgenommen wird gegenüber solchen Plattformen. Und weil der Einzelne, vor allem auch kleinere Verleger, kleinere Unternehmen etc., in der Auseinandersetzung mit solchen Plattformen meistens das Nachsehen haben. Die großen Plattformen, so sieht es die EU-Richtlinie vor, sollen in Zukunft für alle digitalen Inhalte bezahlen, die urheberrechtlich geschützt sind. Die Bildrecht ist die österreichische Urheberrechtsgesellschaft visueller Rechte wie Fotografie und bildende Kunst. Wir vertreten in Österreich 6000 Bildurheber. Im Verbund mit europäischen Verwertungsgesellschaften und Partnern sind das über 160.000 Künstlerinnen und Künstler. Dass wir da Rahmenverträge schließen. Fürs Bild gesprochen, für diese Massennutzung an Bildern,
macht es aus unserer Sicht nur Sinn und ist auch nur praxistauglich ausgestaltbar, wenn es eine erweiterte kollektive Lizenz gibt. Das heißt, wir als Bildrecht können für das Bild in Österreich verhandeln. Bildrecht befürchtet, dass mit dem sogenannten Pre-Flagging ein Schlupfloch entsteht. Die Verantwortung für die rechtliche Klärung der Inhalte würde auf den User zurückfallen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass diese sogenannten Ausnahmeregelungen wie diese Bagatellgrenze, aber auch das Pre-Flagging, auch hinterfragt wird. Was es bedeutet, wenn man die Verantwortung für die geschützten Inhalte komplett auf die Plattformen abwälzen würde, ist auch klar. Der Einsatz von Upload-Filtern. Anders könnte die Flut an Inhalten von den Plattformen nicht kontrolliert werden, meint auch die ehemalige EU-Europaabgeordnete und Netzaktivistin Julia Reda. Die Software sei jedoch sehr fehleranfällig. Wenn Sie die Urheberrechtsverletzungen nicht sperren nach dem neuesten Stand der Technik, dann sind Sie direkt für diese Urheberrechtsverletzungen haftbar. Das heißt also, den Plattformen bleibt nach der Richtlinie gar nichts anderes übrig, als Uploadfilter einzusetzen. Aber gleichzeitig steht in der Richtlinie eben auch, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden dürfen. Und meine Vermutung ist, dass die Plattformen sich dann überlegen, von wem haben sie mehr zu befürchten. Also ist es wahrscheinlicher, dass sie von einem Rechteinhaber verklagt werden oder von einem einfachen Nutzer. Und meine Befürchtung ist, dass die Plattformen eben, wenn sie diese beiden Voraussetzungen nicht erfüllen können, im Zweifelsfall für die Rechteinhaber entscheiden und zu viel sperren. Die direkten Auswirkungen eines Content-Filters konnte man dieser Tage auf YouTube beobachten. Ein Rechtsanwalt hatte das Lied »Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt« des Künstlers Danger Dan Zeile für Zeile analysiert. Entstanden ist dabei ein sogenanntes Reaction-Video, wie man es auf der Plattform millionenfach findet. Angenommen, ich schreibe ein Lied. Der Filter erkannte eine Urheberrechtsverletzung und hat das Video daraufhin gesperrt. Obwohl diese Art des Zitats nach derzeitiger Rechtslage erlaubt ist. Und das ist natürlich ein Stück weit kurios, muss man sagen, wenn eine Plattenfirma, die einen guten Künstler hat, der sich auf die Kunstfreiheit beruft, alle anderen wiederum unterdrückt, die sich ja gerne auch auf die Kunstfreiheit, beziehungsweise hier im urheberrechtlichen Sinne, auf das Zitatrecht berufen wollen. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Neue Generation, die dieses Jahr zum ersten Mal zur Europawahl. Julia Reda warnt auch davor, dass automatisierte Upload-Filter einfach als Zensurinstrument missbraucht werden könnten. Also beispielsweise Exiljournalistinnen und Journalisten, die kritische Berichterstattung machen über die Erdogan-Regierung, die können das oftmals nur auf YouTube und Facebook machen, weil ihre eigenen Webseiten dann halt in der Türkei gesperrt sind. Und was dann passiert, ist eben, dass Leute falsche Copyright-Claims machen, also einfach behaupten, diese Inhalte würden ihnen gehören. Und der Upload-Filter sperrt das dann automatisch. Und das ist für die Meinungsfreiheit einfach eine Katastrophe. Einig ist man sich, dass Google, Facebook und Co. in Zukunft in die Pflicht genommen werden müssen, um für Inhalte zu zahlen, mit denen sie Geld verdienen. Die Frage sei nur, wie? Kritiker befürchten, dass die Reform das freie Internet einschränken würde und damit auch die Innovationskraft Europas.